Doch die jüdischen Widerständler selbst haben den Tempelbezirk zur Kampfzone gemacht. Die Römer sehen daher keinen Grund, diesen Bereich mit besonderer Rücksicht zu behandeln oder gar zu verschonen. Nach tagelangen Kämpfen dringen die Legionäre in den Innenhof des heiligen Bezirks vor. Nun gibt es kein Halten mehr. Die Römer lassen nach den zermürbenden Kriegsjahren ihrem angestauten Hass auf die Feinde freien Lauf. Dem gnadenlosen Gemetzel fallen tausende Juden zum Opfer. Das Gefecht entwickelt eine Eigendynamik und entgleitet bald der Kontrolle durch die römischen Befehlshaber. Da, der Tempel brennt! Idioten! Rasch greifen die Flammen um sich. Dennoch stürmen Soldaten in das Heiligtum, um alles zu plündern, dessen sie habhaft werden können. Titus versucht, die Truppe zur Ordnung zu rufen, vergebens. Die Gier nach Gold siegt über den Gehorsam. Unschätzbare Kunstwerke und Kultgegenstände werden von den Legionären abtransportiert. Durch den massenhaften Verkauf der Kriegsbeute fiel der Goldpreis allein in Syrien um die Hälfte. Am Ende lässt sich Titus als glorreicher Feldherr feiern. Für einen Sieg, der 1.100.000 Juden das Leben kostete und 97.000 in die Sklaverei zwang. Titus, 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 Titus. Die Bedeutung dieser Revolte für die Juden war tragisch in zweifacher Hinsicht. Zum einen haben sie ihren Tempel und damit ihr kulturelles, religiöses Zentrum verloren. Zum anderen wurden sie in die ganze Welt verstreut. Sie existierten nicht mehr als Volk und es dauerte 2000 Jahre, bis sie wieder in diesem Bereich Fuß fassen konnten. Wir geben uns! Wir möchten nur gehen dürfen und in die Wüste ziehen. Wir und unsere Familien. Wie kannst du es nur wagen? Wir haben euch besiegt, siehst du das nicht? Habt ihr wirklich gedacht, ihr könntet den Kampf mit dem mächtigen Rom aufnehmen? Wir ließen euch eure eigenen Gesetze, eure Religion ausüben. Wir respektierten eure Kultur, eure Lebensweise. Wir beschützten euch und euer Land blühte. Doch ihr habt unseren Großmut mit Schwäche verwechselt. Aber nun werdet ihr die Erfahrung machen, was mit all denen passiert, die den Frieden mit Rom brechen. Ihr Juden, ihr wisst nicht einmal, wann ihr besiegt seid. Die Legionen! Lasst sie auf sie los! Der Aufstand der Juden ist gescheitert. Die Rädelsführer, unter ihnen auch Johanan, werden gefangen genommen, in Rom öffentlich vorgeführt und hingerichtet oder eingekerkert. Jerusalem wird vollständig zerstört. Titus kehrt nach Rom zurück und folgt am 24. Juni 79 im Alter von 39 Jahren seinem Vater Vespasian nach dessen Tod als Kaiser nach. Mit ihm geht auch Josephus Flavius nach Rom, wo er den Bericht über die Geschichte des jüdischen Aufstandes niederschreibt. Seine Aufzeichnungen zählen zu den umfassendsten Zeugnissen jener Ereignisse. Josephus verfolgte zwei Ziele bei seinen Werken, ein persönliches und ein politisches. Das Persönliche war, seine Taten in einem rechten Licht darzustellen. Das Politische war, Römer und Juden zu versöhnen.
Mit der Niederschlagung des Aufstandes schufen Vespasian und Titus die Basis für die neue Dynastie der Flavier, deren Macht und Reichtum das Kolosseum erahnen lässt, finanziert mit den erbeuteten Schätzen der Juden.